Bundeswehreinsatz in Afghanistan. Immer mehr Soldaten, immer länger das Mandat. Eine überzeugende Begründung für den Einsatz hat die Politik bis heute nicht geliefert. Welche Aufgabe hat die Bundeswehr? Kampf am Hindukusch. Deutsche Soldaten im Dauereinsatz. Willkommen, meine Damen und Herren. Fast 7 Jahre dauert jetzt schon der Afghanistan-Einsatz. Stolz hat der deutsche Außenminister letzte Woche im Bundestag die Erfolge aufgelistet. Die medizinische Grundversorgung ist für die meisten gewährleistet. 3.500 Schulen wurden wieder aufgebaut. 30.000 Lehrer sind ausgebildet worden. 6 Millionen Kinder drücken die Schulbank. 8 Millionen Minen wurden geräumt. 13.000 Kilometer Straßen gebaut. Die Frage, braucht man dafür Soldaten? Ja, denn was sich so friedlich anhört, geht nur unter militärischem Schutz. Deutschland will sich künftig mit 4.500 Bundeswehrsoldaten an der NATO-geführten Schutztruppe beteiligen. 1.000 mehr als bisher. Was kommt auf sie zu? Wie lange wird die Bundeswehr dort eingesetzt? Kommt es zu einem Dauereinsatz deutscher Soldaten? Der Kampf am Hindukusch, unser Thema heute in der Phoenix-Runde. Ich darf Ihnen die Gäste vorstellen. Wir begrüßen Herrn Peter Scholl-Latour, Journalist, Autor, Publizist. Und ich muss Ihnen nicht lange erzählen, er ist ausgewiesener Kenner der Weltpolitik. Herzlich willkommen. Wir begrüßen Herrn Rainer Arnold, SPD-Bundestagsabgeordneter. Und er ist der verteidigungspolitische Sprecher seiner Fraktion. Ich grüße Sie. Wir haben zu Gast Herrn Reinhard Irös, ehemaliger Oberstarzt der Bundeswehr. Er war in vielen Krisengebieten im Einsatz. Seit 20 Jahren engagiert er sich privat für Afghanistan und hat gegründet den Verein Kinderhilfe Afghanistan. Ein herzliches Willkommen auch Ihnen. Und wir begrüßen Herrn Karl-Heinz Kamm, der Politikwissenschaftler, ist der Forschungsdirektor am NATO Defense College in Rom. Das ist sowas wie der Think Tank für die NATO. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Herr Scholl-Latour, wir haben heute Nachricht erhalten, dass 2 Bundeswehrsoldaten leicht verletzt wurden. Das ist eine Nachricht, die in Deutschland wieder für Diskussionen sorgen wird. Worauf haben wir uns da eingelassen in Afghanistan? Ja, zunächst einmal wollen wir realistisch sein, so traurig es klingt. Ich hoffe auch, dass die beiden Soldaten nur sehr leicht verletzt sind. Aber wir haben, glaube ich, insgesamt in 7 Jahren 26 Tote zu beklagen. Davon sind nur 9 durch feindliche Einwirkung umgekommen. Hätten wir 7 Jahre lang ein Manöver veranstaltet mit der gleichen Truppenstärke und gelegentlich scharfer Munition, wären die Verluste womöglich höher gewesen. Bisher ist die Bundeswehr noch keinem einzigen Gefecht ausgesetzt gewesen. Bisher heißt aber, es könnte dazu kommen. Wenn sich die Lage im Norden bei den Tadschiken verändert, also nämlich darum geht es ja, diese Tadschiken haben alles Interesse daran, dass die südliche, das eigentliche Staatsvolk der Pashtunen, die ja auch die Mehrzahl der Taliban liefern, dass die nicht die Macht ergreifen. Also insofern verhalten die sich ruhig und es ist also eine relativ einfache Aufgabe. Was nun die Zahlen betrifft, die da so optimistisch verbreitet werden, da kriegt man richtig Lust, dort Frieden zu verbringen. Herr Arnold, im Oktober wird der Bundeswehr entscheiden, ob der Einsatz verlängert wird in Afghanistan und wie viele Soldaten dorthin geschickt werden. Eine Mehrheit gilt als gesichert. Die Frage, die viele sich stellen, ist ja, macht dieser Einsatz Sinn? Natürlich macht dieser Einsatz Sinn. Wir dürfen nicht vergessen, was Auslöser des Einsatzes war. Es waren die schweren Anschläge in den Vereinten Nationen, in den Vereinigten Staaten und das Wissen, dass die Taliban, als sie die Herrschaft in Afghanistan übernommen haben, Rückzugsgebiete geöffnet haben für internationale Terroristen, dort auch Trainingscamps systematisch eingerichtet wurden, die uns bedroht haben. Das ist die eine Begründung. Dies darf sich nicht wiederholen. Die zweite Begründung ist, wir haben dann auf der Petersberg-Konferenz, dann in London beim London Compact und jetzt erneut wieder in Paris der Gesellschaft in Afghanistan versprochen, wir werden nach der Vertreibung des Taliban-Regimes die Menschen in diesem Land nicht im Stich lassen, sondern wir wollen sie dabei unterstützen. Wir haben das Land nicht besetzt. Wir wollen sie dabei unterstützen, ihr Land wieder aufzubauen und in ihrer Kultur und in ihren Strukturen ihren Weg für eine friedliche und auch wirtschaftlich ertragsreiche und sinnvolle Zukunft für die jungen Menschen dort erreichen. Viele junge Leute leben in Afghanistan. Herr Irös, Sie engagieren sich ja seit vielen, vielen Jahren in diesem Land. Wie kommt denn diese Hilfe von außen an im Lande Afghanistan? Ist man zufrieden? Man hat manchmal den Eindruck, man wäre die fremden Gäste denn doch schneller gerne los. Es gibt eigentlich 2 Afghanistan zurzeit. Es gibt den Norden und den Westen. Es gibt den Osten und den Süden. Das heißt von rechts oben nach links unten.
läuft eigentlich eine nicht auf der Karte verzeichnete Grenze unter vielerlei Aspekten, zum Beispiel unter dem Aspekt der Sicherheit. Die Truppenkontingente der ISAF, die im Norden und im Westen stationiert sind, also im Norden sind die Deutschen zuständig, im Westen sind es die Italiener, diese Nationen haben in den letzten Jahren 90 Tote zu beklagen. Die Truppen, die im Osten und im Süden stationiert sind, im Osten die Amerikaner in der Verantwortung, im Süden die Engländer und Kanadier, haben im gleichen Zeitraum nicht 90, sondern 790 Tote zu beklagen. Ähnliches gilt auch für den Aufbau, für die Leistungen, die Sie vorhin zitierend den Außenminister hier wiedergegeben haben. Im Norden läuft das halbwegs gut, im Osten und im Süden läuft da überhaupt nichts. Also insofern kann man nicht von Afghanistan sprechen, geht es dort gut, geht es dort falsch, sondern es ist ein zweigeteiltes Land. Aber ich möchte auf den Herrn Abgeordneten Arnold noch mal kurz eingehen in dieser sehr positiven Darstellung. Wir saßen exakt vor 15 Monaten auch mal in dieser Runde, fast identische Runde, außer Herrn Kamp, der war damals nicht dabei. Damals ging es ums gleiche Thema, Tornados sollen dort runter. Und der Abgeordnete Arnold hat damals stellvertretend für die Mehrheit der Abgeordneten diesen Einsatz der Tornados begründet mit folgenden Argumenten. Erstens, wenn wir die besten Aufklärungsflugzeuge der Welt, über die nur wir Deutschen verfügen, nämlich die Tornados, dort unten einsetzen, wird es deutlich weniger Kollateralschäden, das heißt zivile Opfer geben. Mhm. Und zum Zweiten, es wird deutlich weniger eigene Opfer geben, also westliche Soldaten, deutsche Soldaten. Nun läuft der Einsatz seit 14 Monaten. Wenn wir das jetzt überprüfen, diese Argumentation, die damals im Bundestag eine Mehrheit gefunden hat, ergibt sich folgendes Bild. In den 12 Monaten vor dem Tornado-Einsatz gab es in Afghanistan etwa 3.000 zivile Tote. In den 12 Monaten nach dem Einsatz der Tornados etwa 6.000. Jetzt auf unsere deutschen Soldaten. Das ist immer wieder die Diskussion, wie denn auch die Soldaten, nicht nur die Deutschen, sondern auch vor allen Dingen die amerikanischen Soldaten sich aufführen in dem Land. Da wird ja auch vieles drüber geschimpft. Aber diese Tornado-Einsätze, überhaupt alle, die im Einsatz sind in Afghanistan, Herr Kamp, die sind ja unter dem NATO. Befehl. Das heißt, wir Deutschen können ja auch gar nicht so ohne weiteres machen und tun und lassen, was wir wollen, sondern gibt es ja eine wie auch immer geartete, übergeordnete Stelle, die diesen Einsatz hoffentlich gut und richtig koordiniert. Jetzt sind die Deutschen im Norden und werden immer wieder gelobt für ihren Einsatz, dass es dort auch so gut geht, Schulen gibt. Und das, also wir haben ja gerade von Herrn Eros gehört, es gibt sozusagen ein zweigeteiltes Land. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Norden und dem Süden? Liegt es an den Soldaten, die vor Ort sind? Liegt es an den Menschen, die dort leben? Liegt es an den Menschen, die in den benachbarten Staaten leben? Also glaube ich, zum einen müssen wir uns darüber im Klaren werden, als die NATO oder als die westliche Staatengemeinschaft 2001 nach Afghanistan ging, hat niemand die Größenordnung einschätzen können. Das, was Herr Arnold sagte, stimmt. Wir haben den Menschen versprochen, das Land aufzubauen. Wir haben aber nur nicht den Hauch einer Ahnung gehabt, was es dafür erfordert. Wenn Sie einfach mal die Größenordnungen vor Augen führen, dass wir zum Beispiel hatten wir im Kosovo ca. 20 Soldaten auf 1000 Einwohner und sind heute noch nach 9 Jahren immer noch im Kosovo. In Afghanistan haben wir, wenn Sie die ISAF-Truppen rechnen, ca. 2 Soldaten auf 1000 Einwohner. Das heißt, wenn wir die gleiche Truppenstärke haben wollten, um das Land entsprechend zu sichern, weil sie nur unter Sicherheit, wie Arnold sagte, die entsprechend zivilen Sachen machen können, brauchten wir 500.000 Soldaten, was unrealistisch ist. Also wir arbeiten immer mit Mängeln. Und zwar sowohl die einzelnen Länder, weil sie es sehr schwierig haben, in ihrem eigenen Land eben zu rechtfertigen, wie auch die NATO insgesamt. Das ist ein Grundproblem, aus dem wir so... Das zweite Grundproblem ist, wir haben keine in der NATO allgemein akzeptierte Lageeinschätzung für ganz Afghanistan. Jedes Land hat seine eigene Einschätzung. Dann sagen wir, die einen sagen halt, wir haben so und so viele Straßen gebaut, die anderen sagen, aber wir haben dafür 106 Tote und so. Es gibt keine übergeordnete Einschätzung. Und wenn Sie keine Einschätzung haben, dann können Sie auch schwerlich sagen, wir gewinnen oder wir verlieren, es steht so oder es steht so. An diesen beiden Grundproblemen müssen wir eigentlich arbeiten, um überhaupt sagen zu können, wie lange sind wir noch da und wo geht es eigentlich hin? Also, Herr Arnold, wir schätzen auf jeden Fall ein, dass die Soldaten, die wir derzeit von Deutschland aus nach Afghanistan schicken, zu wenig sind. 1000 Soldaten mehr, ist das sozusagen das öffentliche Eingeständnis, wir haben bisher zu wenig gemacht? Nein. Oder wollen wir schneller zu einem guten, hoffentlich guten Ende kommen? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage, die Sie gerade stellen. Es geht jetzt darum,
in den nächsten 2-3 Jahren mehr zu tun, vor allen Dingen im Bereich der Ausbildung der afghanischen Armee, der Ausbildung der afghanischen Polizei, damit die Soldaten früher nach Hause gehen können. Unser Ziel ist ja, dafür zu sorgen, dass die Afghanen eines Tages selbst für ihre Sicherheit sorgen können. Damit meine ich nicht, dass der Terrorismus völlig überwunden und zurückgedrängt ist, sondern es geht darum, dass sich das Land ein Stück weit stabilisiert. Und da möchte ich in einem doch sehr heftig widersprechen, Herr Öres. Bei Ihren Zahlen, die Sie nennen, haben Sie eines unterschlagen. Diese 6.000 zivilen Opfer wurden nicht in erster Linie von den Amerikanern und Briten und von angeblichen NATO-Bombern verursacht, sondern von Taliban-Terroristen, kriminellen Warlords. Das ist eine komplizierte Gemengenlage. Das heißt, der Terror richtet sich dort in erster Linie, und das ist das Neue in dem Land, gegen die eigene Zivilbevölkerung. Ich denke nur mal an den schlimmen Anschlag im Norden bei dieser Zuckerfabrik. Über 70 Tote. 51 Kinder wurden dort umgebracht von Kriminellen oder von Terroristen. Das zeigt doch, dass dieses Land Sicherheitsapparate braucht. Selbst ist Afghanistan nicht in der Lage, staatliche Autorität nur ein Minimum weit durchzusetzen. Und deshalb sind wir dort. Das Problem ist ja auch... Da muss ich mal einhaken. Das ist nicht nein, wir wollen jetzt hier nicht die zweite Diskussion aufkommen lassen. Sie dürfen gleich gerne, aber Herr Scholl-Latour, wenn wir uns dieses Land da anschauen und auch diese Regierung anschauen, man hat so den Eindruck... In der Hauptstadt selbst läuft es so ein bisschen und drumherum macht gerade jeder, was er will. Ich kann das Gerede nicht mehr hören. Was haben wir in Afghanistan zu suchen überhaupt? Der Kampf hat sich längst nach Pakistan verlagert. Was in Pakistan passiert, können wir überhaupt nicht kontrollieren. Wir sitzen da oben in Afghanistan. Afghanistan total unwichtig. Das Kosovo ist wichtig für uns. Das ist bei uns in Europa da. Darum müssen wir uns kümmern. Afghanistan, es ist falsch, dass Afghanistan der Hort des Attentats in New York gewesen ist. Das sind Saudis gewesen, haben ihre Ausbildung in Amerika bekommen, nicht in Afghanistan. Es ist kein einziger afghanischen Terroristen auf internationalem Gebiet gewesen. Also das sind alles, es gibt Gott sei Dank endlich eine Stimme. Das habe ich heute in der Frankfurter Allgemeinen gelesen. Der Baron zu Guttenberg sagt, jetzt muss endlich mal über diese Situation geredet werden, zwar offen und frei, und eventuell auch eine Exit-Strategie entworfen werden. Und das kann man natürlich nicht allein machen, das muss man aber dann mit den Alliierten machen, aber auch mit dem nötigen Nachdruck. Nämlich dieser Aufenthalt, diese Präsenz kann eventuell für die Russen und für die Chinesen ganz nützlich sein. Das sind die Nachbarn. Aber uns geht Afghanistan nicht im geringsten etwas anderes. Eine Arroganz, einfach zu sagen, wir müssen den Leuten jetzt wieder... Die Menschen nicht so ein Dorfschulator. Es ist unerträglich inzwischen, was da im Bundestag... Weil Sie es besser wissen müssten, wenn Sie an Ort und Stelle gewesen wären. Das Problem ist aber auch, Herr Erös, dass man wirklich, jetzt sind die Soldaten ja da. Selbst wenn wir jetzt alle gemeinsam der Meinung wären, da haben wir nichts zu suchen, wir gehen wieder weg. Ist das verantwortbar? Ja, da gehen Sie doch nach Simbabwe runter. Da schickst du doch die Bundeswehr nach Simbabwe und nach Myanmar. Es gibt auf der ganzen Welt viel zu tun. Aber im Moment sind unsere Soldaten in Afghanistan. Mit Mandat vom Bundestag, UN-Mandat gibt es, NATO geführt. Könnte man es verantworten, dass man die einfach rausschickt und sagt, wir haben da mal einen Fehler gemacht und den revidieren wir jetzt? Ich möchte erstmal bei den Zahlen und Fakten bleiben. Das fehlt überhaupt. Was in Deutschland fehlt, auch in den Medien fehlt, ist eine ausführliche, umfangreiche Sachdiskussion über Afghanistan. Die fehlt in der Politik, das wurde angesprochen, die fehlt leider auch in den Medien. Das sind nur so kurze Sendungen, wo 3-4 Sätze gesprochen werden, kommt nichts raus. Ich möchte noch mal zu den Einhaken. Heute haben wir eine Dreiviertelstunde fürs Thema. Ja, das will ich ja gerne sagen. Getötete afghanische Zivilisten, da wo ich arbeite nicht bei der Bundeswehr, sondern ich arbeite im Osten, da wo es die Toten gibt. Mhm. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Zeitung Die Welt, beide nicht im Verdacht stehend, islamistisch zu sein, schreiben 4 Monate nach Beginn des Tornado-Einsatzes im August 2007 in der Headline auf der Seite 1, durch ausländische Soldaten werden in Afghanistan mehr unschuldige Zivilisten getötet als durch die Taliban. Das waren Wasserfälle auf die Mühlen der Aufständischen, Wasserfälle auf die Mühlen der Taliban. Zur Polizei. Seit 6 Jahren diskutieren wir das Thema Polizei. Im Bundestag überall. Ich bilde die deutsche Polizei aus. Ich weiß, wovon ich rede. Die deutsche Polizei hat sich, die deutsche Regierung hat sich 2002 bereit erklärt, als sogenannte Lead Nation, also Führungsnation, für die Ausbildung der afghanischen Polizisten verantwortlich zu sein. Aus historisch guten Gründen. Wir haben das über Jahrzehnte gemacht. Zurzeit stelle ich fest, wir bräuchten in Afghanistan, um etwa 100.000, 120.000 Polizisten auszubilden, etwa 1.500 Ausbilder. Die Bundesrepublik Deutschland, die sich als Lead Nation bereit erklärt hat, stellt zurzeit 20 Polizeibeamte, die dort unten ausbilden. 20.
Das ist noch nicht einmal ein Fünfzigstel dessen, was wir dort bräuchten. Stattdessen werden Afghanen von Söldnern, von amerikanischen Söldnern der Firma DynCorp in einem 7-Wochen-Kurs im Schießen ausgebildet. 85% der dort ausgebildeten afghanischen Polizisten, in Anführungszeichen, sind Analphabeten. 50% der Ausgebildeten laufen über zu den Taliban, weil sie im Monat von den $50, die sie an Gehalt bekommen, noch nicht einmal sich selbst, geschweige denn ihre Familien ernähren können. Sehen Sie, das wären die Themen, die wir mal diskutieren müssten und nicht einfach nur 1000 mehr Soldaten oder mehr Tornados oder mehr Panzer. Ja, abgesehen davon, ich bin gern bereit, diese Themen zu diskutieren. Aber die Politik hat es ja zu entscheiden. Und Sie werden sich ja auch Ihre Gedanken gemacht haben. Wenn jetzt solche Vorwürfe im Raum stehen, dass wir also da großartig den Mund gespitzt haben und gesagt haben, wir bilden die Polizisten aus und dann schicken wir nicht genügend Personal hin, um das zu machen, dann kann man sagen, das haben wir falsch eingeschätzt, aber das ist, haben wir dann ja schon ein paar Jahre falsch eingeschätzt. Natürlich ist es notwendig, dass diese große Aufgabe immer wieder neu auf den Prüfstein gelegt wird. Paris hat das geleistet. Ist das eine große Aufgabe? Das ist doch keine große Aufgabe. Das ist ein Nebenkriegsjobplatz. Verstehen Sie nicht, noch viel wichtiger. Sie müssen noch eine Chance lassen, Herr Schollatour, Ihnen das dann vielleicht nein, auch nein, nein, es ist unerträglich, vor allem von einer Partei wie der SPD. Sie müssen mir Schmidt eine Chance lassen, in solchen Diskussionen dies zu erklären, bei allem Respekt vor Ihrer Kompetenz. Aber ich möchte dies dann schon auch tun. Und erklärt uns zunächst, Herr Oelles, meine Zahlen kommen nicht aus einer Zeitung, sondern von Human Rights Watch. Die sind sicherlich sehr unverdächtig. Die waren an dem Bericht beteiligt. Die waren an dem Bericht beteiligt. Die deutsche Polizei ist nicht mehr Lead Nation, sondern Europa hat diese Aufgabe jetzt insgesamt seit drei Monaten. Und Europa hat nicht das Ziel, Polizeiausbildung, Polizist am Mann zu machen, sondern das Ziel ist, Polizeistrukturen aufzubauen, einen Polizeiapparat zu helfen, zu organisieren. Deshalb wird es zum Beispiel auch, so wie es in Kabul schon geschehen, in Mazar-i-Sharif eine Polizeiakademie aufgebaut. Ich teile ja die Einschätzung, das ist alles viel zu langsam geht. Sie sprechen immer im Futur. Dass man dort noch mehr tun muss. Deshalb haben wir auch so entschieden. Ich möchte einen Satz zu Herrn Schollatour sagen. Ich finde Ihre Haltung nach dem Motto, lass die mal da unten, das geht uns nicht an, nichts an, zutiefst zynisch im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das ist Menschen zynisch, was Sie im Bundestag sagen. Sie überlassen diese Menschen, Herr Schollatour. Sie überlassen die Soldaten. Ich habe Sie auch ausreden lassen, Herr Schollatour. Ja, wir wollen überlassen hier dafür sorgen, diese Menschen in Afghanistan Kriminellen, fundamentale Islamisten, die unglaubliches Leid in dieser Gesellschaft angerichtet haben. Sie überlassen dieses Land einem neuen Bürgerkrieg. Wer hat denn deshalb den Taliban aufgebaut überhaupt? Das hilft doch heute nicht. Wer hat denn den Taliban aufgebaut? Ich bin doch nicht hier, um amerikanische Fehler in der Außenpolitik zu beteiligen. Aufgebaut? Ich bin hier, um für die Zukunft dieses Landes zu werben. Dabei geht es um die Menschen in Afghanistan. Dabei geht es um die Menschen in Afghanistan für die Zukunft. Und eines wundert mich, dass Sie als Kenner der politischen Welt sagen, Afghanistan ist nicht wirklich wichtig global. Ich teile Ihre Einschätzung, wir dürfen den Kosovo nicht aus dem Auge verlieren. Das liegt uns schon sehr, sehr nahe. Aber ein zerfallender Staat Afghanistan an der Grenze eines Pakistan, wo es keine staatliche Gewalt mehr gibt, an der Grenze zum Iran, an der Grenze im Norden zu ehemaligen Sowjetrepubliken, die alles andere stabil sind. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was es für diese Region bedeuten würde, wenn Afghanistan in den Krieg und Bürgerkrieg zurückfällt. Und ich mag mir auch gar nicht ausmalen, was für ein Triumph dies für internationale Terroristen bedeuten würde, hier in Afghanistan, sage ich mal, das Gefühl zu haben, wir haben obsiegt, wir haben den Westen hier vertrieben. Es wäre schlimm für uns alle und hätte Auswirkungen auf die gesamte westliche Welt. Deshalb ist Afghanistan in unserem Interesse wichtig, aber ich sage nochmal, die Menschen dort nicht im Stich lassen, ist auch Aufgabe eines deutschen Politikers. Und ich weiß sehr wohl, dass diese Aufgaben in vielen Teilen der Welt auf uns warten würden. Wir können sie nicht überall leisten, das ist ganz klar. In Afghanistan können wir es und wir müssen es auch weiterhin tun. Herr Kamp, ist die NATO in Afghanistan sozusagen zum Erfolg verdammt? Also erstens mal ist diese Diskussion weitgehend müßig. Sie ist deshalb müßig, weil es per Mandat der Vereinten Nationen beschlossen ist, dort zu handeln, weil die internationale Staatengemeinschaft dort eine Regierung sozusagen von der Macht vertrieben hat und dann kann man nicht sagen, man geht jetzt nach Hause und das war's. Und man kann auch nicht nach Belieben seine Kriegsschauplätze wechseln und sagen, jetzt machen wir mal Afghanistan oder Pakistan oder was weiß ich, was im Simbabwe oder sonst etwas. Davon, nach Pakistan es geht das sind 150 nicht. Millionen Menschen, und nicht zum, wahr? Und kommen, zum, ja, da können wir nicht mit 1000 Mann holzen. Und zum Dritten, geografische Distanz, schlichte Entfernung,
ist ein immer geringerer Faktor in der Bedrohungsanalyse. Zu sagen, Kosovo ist wichtiger, weil es näher an Europa liegt, das gilt nicht mehr. Das galt vor vielen Jahren. Das ist ein Bestandteil von Europa sogar. Richtig. Aber wenn heute Sie über weite Distanzen Macht projizieren können, dann ist in der Tat das richtig, was eben Herr Struck sagte vor vielen Jahren, dass deutsche Sicherheit auch, nicht nur, aber auch am Hindukusch bedroht wird. Das ist Konsens. Ist kein Konsens. Herr Scholl-Latour ist nicht gefragt worden. Dauernd von einer Völkergemeinschaft. Wo gibt es denn das überhaupt? Deutsche Bevölkerung sieht das nicht so. Wir reden da dauernd von der UNO. Die UNO ist doch total machtlos. Ich habe das mag ja alles sein. Das mag ja alles sein. Die UNO ist ein Sauhaufen. Das mag ja alles sein, aber das müssen wir heute nicht. Das ist ein Sauhaufen. Ich komme gerade aus Timor deutliche her. Worte, die wir in dieser Sendung hier hören. Und man soll auch wirklich mal seinem Herzen freien Lauf lassen. Nichtsdestotrotz, die Menschen in Afghanistan werden darüber auch nicht sonderlich glücklich sein, wenn sie diese Erfahrung jetzt mitnehmen können, dass die UNO ein Sauhaufen ist. Und ich meine, das ist die Karikatur, obwohl da auch noch viel zu sagen ist. Aber die UNO-Truppen sind ein Sauhaufen. Es sind 35 Nationen in Afghanistan, 26 NATO-Nationen, frei gewählt, demokratisch legitimiert. 40 Nationen sogar, wenn Sie alle dazu rechnen. Ja, meinen Sie, das erhöht 85. die Kraft einer Armee, wenn da 40 Nationen dran teilnehmen? Aber das mit rumänischen Gendarmen? Nein, aber das legitimiert, Herr Scholl-Latour. Es legitimiert, wenn die demokratische Staatengemeinschaft dort agiert, ist es was nennen Sie die demokratische Staatengemeinschaft? Zum Beispiel die NATO, 26 Staaten, halte ich für sehr demokratisch und halte ich für legitimiert. Ja, aber wenn Sie von demokratischen, meinen Sie ja die UNO, nicht wahr? Zwei Drittel mindestens, die nicht demokratisch. Nein, ich rede von der NATO. Gut, wir wollen jetzt nicht die UNO hier in Frage stellen und auch nicht die NATO in Frage stellen, einfach dem Herrn Eros jetzt die Frage stellen. Ich glaube, es herrscht Einigkeit, dass man diesem Land mehr machen muss. Ganz genau. Wir müssen möglichst schnell dahin kommen, dass wir da nicht mehr gebraucht werden. Wir müssen nicht mehr machen, wir müssen das Richtige machen. Gut, dann die Frage an Sie, was ist das Richtige? Ja, ich will mal ein Beispiel nennen. Herr Kamp hat eben angesprochen den Jahrhundertsatz des früheren Verteidigungsministers Struck. Wir verteidigen die Sicherheit Deutschlands am Hindukusch. Gegen wen? Gegen islamistische Terroristen. Der BND und alle anderen Geheimdienste sagen, das wird sicher stimmen, dass sich der islamistische Terrorismus aus dem Rauschgiftanbau in Afghanistan zu einem Drittel finanziert. Als wir hingegangen sind mit der ISAF 2002, 2003, war die Anbaumenge 500 Tonnen, 800 Tonnen. Jetzt sind wir 7 Jahre dort, jetzt liegt sie nicht mehr bei 500 Tonnen, jetzt liegt sie bei 8200 Tonnen. Das heißt, seit wir mit Bundeswehr und ISAF dort sind, inzwischen mit 50.000 Mann, kann sich der islamistische Terrorismus mit dem Faktor 10 oder noch mehr besser finanzieren als noch vor 7 Jahren. Das ist das Erste. Das Zweite. Aber doch nicht wegen NATO, oder? Aber doch nicht wegen NATO, oder doch? Zumindest ist die NATO dort und tut nichts dagegen. Das ist doch das Entscheidende. Die Taliban sind dagegen vorgegangen, die NATO geht nicht dagegen vor. Ich bin ja nicht der Meinung, falls das so interpretiert wird, Frau Scholl-Latour, dass man in Afghanistan das nicht tun sollte. Ich glaube, da hat man falsch interpretiert. Ich bin ja dort und tue was. Ich tue es ohne Militär. Da muss man was tun. Ganz genau. Die Deutschen tun ja auch zivil was. Wir reden über Bundeswehr. Es gibt ja auch ein Entwicklungshilfeministerium. Da möchte ich auch mal eine Zahl nennen. 2006 hat die Frau Ministerin Wiczorek-Zeul 80 Millionen Euro bekommen aus dem Bundestag, um in Afghanistan zivile Projekte zu betreiben. 80 Millionen. Am Jahresende wurde überprüft, was aus diesen 80 Millionen geworden ist. Und dann stellte ein Berliner Journalist, auch nicht des Islamismus verdächtigt, fest, dass von diesen 80 Millionen 60 Millionen in Korruption, dramatisch hohen Gehältern und Verwaltung verschwunden sind. Das heißt, tatsächlich kamen nur 20 Millionen in Projekten an. Was ist die Konsequenz jetzt der Politik? Nicht etwa zu prüfen, wie man das besser macht, wie man mit Steuergeldern besser umgeht. Die Konsequenz war, nehmen wir halt statt 80, 120 Millionen. Und der Sauladen dort unten läuft im Zivilen so weiter. Vor 5 Jahren gab es in Afghanistan noch etwa 600 deutsche Entwicklungshelfer, die außerhalb Kabuls gearbeitet haben. Inzwischen gibt es noch 40. Und diese 40 im Norden weigern sich, mit der Bundeswehr zusammenzuarbeiten, weil sie keinen Schutz in der Bundeswehr sehen. Doch mit denen, ich weigere mich, im Osten mit den Amerikanern zusammenzuarbeiten. Meine Schulen oder an unseren Schulen, ich habe jetzt 22 Schulen dort gebaut für 50.000 Kinder, Waisenhäuser, Krankenstationen etc. Ich beschäftige 2000 Afghanen auf meiner Lohnliste, das ist doppelt so viel wie die Bundeswehr. Dort haben amerikanische Soldaten keinen Zugang, weil ausländisches Militär im Osten zumindest nicht mehr Sicherheit produziert, sondern weniger Sicherheit. 80% aller in Afghanistan ums Leben gekommenen Kinder, die Sie vorhin angesprochen haben, 80% kamen in der Anwesenheit von Ausländern oder ausländischen Soldaten ums Leben.
Das sind natürlich traurige. Offenbar gibt es verschiedene Erkenntnisstände auch. Ich meine, er ist ja ständig vor Ort. Sie waren vor Ort. Herr Schallert. Er war einmal in einer Bundeswehrcamp. Stimmt doch nicht. Wie auch immer. Verständlich. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er da belohnt wird. Ich war noch nie im alleine über ich lade Sie ein, Herr Abgeordneter, ich lade Sie ein, mich nächste Woche zu begleiten. Okay, also wenn Herr Arnold jetzt die Gelegenheit haben könnte, die Vorwürfe, die ja im Raum stehen, zu beantworten. Also, weil das macht ja schon nachdenklich, wenn man hört, da sind Millionen im Einsatz und da wird mal überprüft, wie die denn ausgegeben werden und man hat den Eindruck, sehr sinnvoll ist es vielleicht doch nicht. Man könnte das sinnvoller machen. Also natürlich muss man es verbessern. Deshalb hat der deutsche Außenminister... Ja, nach sieben Jahren. Jedes Jahr hört das Zweite Weltkrieg. Sie sitzen hier und bedauern schlechte Zustände, die teilweise schlecht sind. Damit kann ich mich nicht begnügen. Ich muss als Politiker darauf dringen, dass die Dinge positiv verändert werden. Und deshalb hat der Außenminister diese Paris-Konferenz maßgeblich mitgestaltet vor 14 Tagen. Und dort war das Thema Korruption in der afghanischen Karzai-Regierung ein ganz, ganz zentrales. Und da hat Eurois recht. Und natürlich muss man hier viel, viel massiver auftreten und drängen. Und bei allem Respekt vor seiner Arbeit, ich finde es sehr gut, was Sie machen. Das fängt schon ganz gefährlich an, Herr Ahnen. Man kann aber den Aufbau des Landes nicht individualisieren. In einer Situation, wo wir sehr viele Akteure haben. Eine gewählte Administration in Afghanistan, 85 Länder, die in Paris bei dieser Konferenz waren, 40 Partner, die sich militärisch organisieren, hunderte Nichtregierungsorganisationen, die Aufbau leisten. Das ist die größte Scheiße. Und mit Verlaub, mit denen rede ich, Herr Oerlis. Da kann ich das mit denen rede ich, Sie können nicht behaupten, ich tue das nicht, hier und in Afghanistan. Und ich muss Ihnen sagen, Ihre Sichtweise ist auch eine, die dort nicht von allen geteilt wird. Ich treffe sehr viele NGOs. Sie waren noch nie im Osten. Sehr viele NGOs, die zum Beispiel im Osten und im Süden. Welche denn? Nennen Sie doch mal eine. Nennen Sie doch mal eine einzige, die im Osten arbeitet. Ich lasse mich von Ihnen hier nicht prüfen. Das ist doch Schwafel, was Sie hier machen. Das ist eine Volksverdummung, was Sie hier tun. Meine Herren, so können wir nicht miteinander. Entschuldigung, nein, das gebe ich jetzt Herrn Arnold wirklich recht. Sie können gerne. Das ist ja lustig. Entschuldigung, meine Herren, jetzt übernehme ich hier das. Wir können gerne irgendwelche Umstände, Zustände kritisieren, aber persönlich werden wir bitte nicht in dieser Runde. Ich bin froh, dass wir eine Runde haben, in der wir mal ausgiebig reden dürfen. Deshalb bin ich auch stolz auf diese Sendung. Aber bitte so, dass wir uns nachher alle noch in die Augen gucken können. Herr Arnold. Vor kurzem mit einer Leiterin einer zivilen Aufbauorganisation, die 70 Krankenstationen, auch mit Geld des Auswärtigen Amtes, kommt zu dem Entwicklungsgeld nämlich noch obendrauf, aufbaut. Sie sagte mir eindeutig, ohne den Schutz der internationalen Truppen könnten sie dort ihre Arbeit nicht erfüllen. Und so sehe ich viele. Der Streit bei den Nichtregierungsorganisationen liegt meist nur darin, viele sagen, sie begeben sich unmittelbar mit internationalen Truppen zusammen, die auch koordinierende Funktionen in Afghanistan haben. Die deutschen Soldaten bringen die Menschen an den Tisch, auch den Dorfältesten, auch den Mullah, und sie sprechen mit denen, was ist prioritär in eurem Dorf, zusammen mit den Aufbauhelfern. Und dort gibt es dann welche, die sagen, wir machen das zusammen mit den internationalen Truppen, und es gibt, da haben Sie recht, internationale Friedensaufbauhelfer, die sagen, nein, wir wollen die Stores zu den Uniformträgern. Herr Oerlis mit seiner Position, die Soldaten sollen dort möglichst gehen und dann wird alles gut. Nein, nicht gehen, sie sollen ausbilden, Das ist eine sehr singuläre Position. Arnold, Sie reden schon wieder die Unwahrheit. Aber da hatten wir uns schon darauf geeinigt, dass die Ausbildung die oberste Priorität hat. Das muss ich ertragen. Jetzt muss ich Herrn Scholler, Herr Scholler, jetzt möchte ich Sie noch mal einbinden. Es gibt natürlich sehr lobenswerte, es gibt sehr tugendhaft und so, aber die Masse ist wirklich, das sind Schakale teilweise. Ja. Okay, Herr Scholz, wenn wir jetzt hören, dass diese ganze zivile Aufbauleistung nur gemacht werden kann, wenn der militärische Schutz gewährleistet wird, muss man sich ja fragen, wie lange muss dieser Schutz noch gewährleistet werden? Von wem? Das ist, die Sache ist völlig unsinnig. Die Afghanen sollen über ihr Schicksal selber entscheiden und nicht in den komischen Wahlen, die sie da organisieren. Ich habe die gesehen, ich war in Kunduz in Faisalabad während der Wahl. Das ist doch eine Komödie, nicht wahr? Das wird überwacht von Leuten, die aus Ländern kommen, wo es überhaupt keine freien Wahlen gibt. Ja. Es ist halt nicht wie in Deutschland dort. Ja. Also offensichtlich ist in Afghanistan sehr viel zu tun, Herr Kamp. Also angefangen von freien Wahlen, auf die man ja damals so stolz war, und nächstes Jahr gibt es wieder eine Wahl. Ich glaube, ich
De facto sind wir ein großes Stück weiter, als die Diskussion hier widerspiegelt. Erstens mal, es gibt überhaupt keinen Streit mehr, dass sowohl ziviles als auch militärisches Engagement notwendig ist. Ich glaube, das ist Konsens. Was heißt denn militärisches Engagement? Definieren Sie das mal. Das ist genau die Frage, genau, dass man da im Einzelnen schauen muss, was sozusagen gemacht werden muss. Ich bin dafür, dass mehr deutsche Soldaten Ganz genau. Nicht weniger, mehr. So. Aber wir was hatten, anderes tun. Es geht doch nicht um mehr, es geht um die Qualität genau. und um den richtigen darum Auftrag. Wollen ja, genau. Darum wollen wir ja ringen. Welches wäre der gerade? Richtige Weg? So, vor 2 Monaten hat die NATO einen Gipfel in Bukarest gemacht, wo zum ersten Mal militärische Organisationen und Zivile zusammensaßen. Die Weltbank, die Vereinten Nationen, die EU und andere. Und haben überlegt, wie kriegen wir das Militärische und das Zivile zusammen. Denn wenn Sie ganz viele Akteure in dem Land haben, Sie sind nur einer, ein sehr wichtiger, aber ganz viele, das ist die Frage der Koordination. Jeder macht sein eigenes Ding. Wir haben in Afghanistan nun mal keine Besatzungsmacht wie auf dem Balkan, wo Sie einen im Kommissar haben, der dort das machen kann, diesem besagten High Commissioner, der koordiniert. Wir haben niemanden, der abstimmt, die eine Organisation macht das, die andere macht das, gibt es da Doppelungen oder nicht. Das haben wir nun mal nicht. Und mit diesen Misslichkeiten müssen wir umgehen. Hinzu kommt, dass jedes Land, auch bei der Frage eben Streitkräfte, was machen die? Seine eigene Kultur, seine eigene Vorgehensweise, aber auch da haben wir keine Abstimmung. Und Sie haben völlig recht, die Frage ist, warum dauert so etwas so viele Jahre, bis man darauf kommt? Weil wir es am Anfang einfach nicht wussten, weil man nicht wusste, weil es keine Blaupause gab, die man aus einer Schublade ziehen konnte. Entschuldigen Sie, also, ich bin auch schon im russischen Krieg in Afghanistan gewesen. Und der Höre ist auch, wir kennen Afghanistan auch schon vorher. Ja, es gibt immer einige, die alles vorher wussten, aber die haben uns das alle leider nicht am 12. Oktober gesagt. Wissen Sie, als die NATO am 12. Oktober 2000 oder als die Amerikaner am 12. Oktober 2001 begannen, Afghanistan zu beschießen, unter allgemeinem Konsens wegen dem 11. September. Hatte niemand, Sie mögen nicht gefragt worden sein, aber im Prinzip hatte niemand. In dem Fall wäre ich sogar einverstanden gewesen. Eine schnelle Strafaktion, okay, aber doch nicht da ewig bleiben. Gut, wenn Sie aber eine Strafaktion gemacht haben und Sie haben eine Regierung entfernt, können Sie nicht gehen und sagen, so und jetzt macht er alles alleine. Das geht leider Gottes nicht. Und deshalb sind wir heute da und deshalb sind wir auch in allen anderen Krisen. Wir haben das Problem, dass wir heute Krisen haben, wo wir das Ende nicht wissen. Das gilt für den Balkan, das gilt für Afghanistan. Wenn wir, wie Sie sagen, nach Simbabwe oder sonst irgendwo hingehen würden, wüssten wir auch nicht, wie lange man dort sein. Das ist auch so eine Krise, die kein Ende hat. Immer. Wir haben nach dem Ende des Kalten Krieges, und das macht es so schwierig, es der Bevölkerung zu erklären, dass sie eine Mission haben, deren Ende sie nicht absehen können, weil sie nicht genau festgelegt haben, wann haben wir eigentlich gewonnen. Wenn wir eine Westminster-Demokratie errichtet haben in Afghanistan oder wenn wir wie auch immer geartete Stabilität haben. Und das definiert jeder noch selber. Und das zusammenzubekommen, das ist unsere Aufgabe jetzt. Und da helfen solche Sachen wie, da können wir rausgehen, helfen überhaupt nicht. Und Herr Irris, wir hören ja so viel Unterschiedliches aus und über dieses Land. Herr Scholler, du hast dich schon mal beklagt, dass wir auch falsch informiert werden über dieses Land. Aber wenn jetzt der UN-Sonderbeauftragte, ein Deutscher namens Tom König, den wir alle noch in Erinnerung haben, sagt, wir brauchen noch mehr Geld und noch mehr ausländische Soldaten, um mit mehr Sicherheit den Aufbau zu ermöglichen. Das heißt, wenn jetzt die Deutschen noch 1.000 Soldaten mehr schicken, werden das das nächste Jahr 2.000 Soldaten mehr, 3.000 mehr, weil man immer noch mehr fordern muss. Kann ich dazu also ich will jetzt auch, Herrn Tom Königs, mit dem hatte ich vor 2 Wochen hier in Berlin eine längere Podiumsdiskussion, da nicht ansprechen. Er hat sich 3-mal außenpolitisch engagiert, in den 70er Jahren für den Vietcong in Vietnam, vor 10 Jahren im Kosovo und jetzt in Afghanistan. Beim Vietcong war er erfolgreich, im Kosovo war er nicht erfolgreich, in Afghanistan ist er jetzt vor 3 Monaten abgelöst worden. So viel zum Tom König. Ich möchte aber jemanden zitieren, der sich auskennt in Afghanistan, der viele Jahre dort ist und der vom Militär eine Ahnung hat. Beides hat Tom Königs nicht. Nämlich den amerikanischen Kommandeur ISAF, bis vor 3 Wochen General McNeil. Der hat im Vietnam gekämpft, der weiß, was Guerillakrieg bedeutet. Er war Kommandeur der Operation Enduring Freedom, also des amerikanischen Militäreinsatzes von 2002 bis 2004 und war jetzt 2 Jahre Kommandeur ISAF. Der wurde jetzt auf einer Sicherheitskonferenz vor wenigen Monaten in Washington gefragt, sagen Sie mal, Herr General, wie viele Soldaten bräuchten Sie denn als Kommandeur ISAF, um im Osten und im Süden die Sache halbwegs in den Griff zu kriegen? Da sagte er mindestens 500.000. Das war die Zahl, die er sagte. Dann wurde nachgefragt, was passiert denn, wenn Sie die nicht kriegen? Sagte er, dann werden wir die Sache nicht in den Griff kriegen. Ganz einfach. Das heißt, militärisch in der jetzigen Form wird das nicht funktionieren. Ich bin aber trotzdem dafür, dass wir Soldaten dorthin schicken, sogar mehr. Nur, die Soldaten müssen was anderes tun und sie müssen endlich was tun. Von den 3.500 Bundeswehrsoldaten, die eingesetzt sind in Afghanistan, dürfen 80% keine Sekunde das Camp verlassen.
Das heißt, 2700 Soldaten sitzen 4 Monate dort, wie im Knast, hinter meterhohen, meterdicken Betonmauern, machen dort Innendienst, technischer Dienst, politische Bildung, Sport, empfangen, Politiker müssen dann mal das Boheim machen, wenn Politiker kommen, empfangen mittelmäßige Musikanten und Bodybuilder aus Hollywood letzte Woche, da waren die 3 Tage voll beschäftigt, sie gehen nicht raus. Was Soldaten dort unten tun sollten, seit 6 Jahren, aber leider so viel nur getan haben, ist Afghanen auszubilden, um ihr Land selber zu schützen, nach innen und nach außen. Dazu hatten sie jetzt 7 Jahre Zeit, 50.000 NATO-Soldaten, 7 Jahre Zeit. In den 7 Jahren ist es ihnen gelungen, lächerliche 60.000 schlecht auszubilden, miserabel zu motivieren, miserabel zu ausrüsten. Ich glaube, da waren wir uns schon einig, dass da dringend mehr gemacht werden muss, Herr Schollatour. Sie wollten auch dazu sicher. Ich wollte nur sagen, dass in Vietnam 500.000 Soldaten sind und die Amerikaner sind am Ende trotzdem abgezogen, was vernünftig war, abzuziehen. Und der General Westmoreland wollte immer mehr noch haben. Also mit diesen Zahlen, die wir jetzt da hinein füttern, und da gebe ich Herrn Öres völlig recht, wie viel von diesen 1.000, die da reingeschickt werden, dann in kämpfende Truppen sein? Werden das auch wieder dann nur 100 oder 80 Mann sein, wie das jetzige Verhältnis ist? Wir haben ja gar keine kämpfende Truppe da. Abgesehen davon, vom militärischen Standpunkt aus, ist es völlig nützlos. An für sich so ein Feldzug, da lernt man ja auch was bei. Eine Armee muss ja auch mal für den Notfall trainiert werden. Die ist für die deutsche Armee ja noch nicht eingetreten in Afghanistan. Und, aber die Vorbereitung ist überhaupt nicht vorhanden. Und im Grunde wird man wahrscheinlich den Küchenstab dann erhöhen und die Telekommunikationsverbindung mit der Heimat, damit jeder mit der Familie telefonieren kann. Aber es ist wirklich so, wie Öres sagt, die Einzigen, die rauskommen, das sind die Patrouillen, 20 Kilometer im Umkreis, nicht mehr zu Fuß im Allgemeinen, sondern im Dingbo, also geschützt. Und das ist dann der Kontakt mit der Bevölkerung. Wer kann den Dari, wer kann den Pashto? Gut, Herr Arnold, das ist natürlich wieder eine Frage, die an den Politiker auch geht, wenn Sie schon vor Ort waren. Also wenn also 80% der Soldaten mehr oder weniger mit sich selbst beschäftigt sind und nicht das tun sollen, was wir von ihnen erwarten oder nicht tun können, was wir von ihnen erwarten, ist das schon, das sind nicht die schon eine Frage. Politik ist die Soldaten gehen gerne die raus. Ich sage jetzt die Frage an die Politik, ja. Also ich teile zunächst mal die Auffassung, dass immer mehr Soldaten nicht die Lösung des Problems bringen, sondern wir müssen schon genau schauen, welche Soldaten und was sollen die tun. Nur der Blick auf das deutsche Kontingent und auf die 1.000 mögliche mehr. Es ist nicht so, dass da für 1.000 Soldaten mehr hingehen, sondern das öffnet für Notwendigkeiten, die wir heute gar nicht genau kennen, wieder Spielräume. Die zusätzlichen Aufgaben sind alle richtig, die wir in Deutschland jetzt übernommen haben. Diese schnelle Eingreiftruppe, weil wir die Norweger, die das lange gemacht haben, für uns Deutsche im Norden unter deutschem Kommando ablösen. Als zweites diese Wiederaufbauteams, die sowas wie Transmissionsriemen in der afghanischen Gesellschaft mit den zivilen Aufbauhelfern sein, müssen gestärkt werden. Und wir brauchen bei diesen Aufbauteams Außenstellen, damit die internationalen Truppen auch in entlegenere Gebiete kommen und dort ihre Präsenz zeigen. Da gibt es die sogenannten PATs. Wird Deutschland eines übernehmen, andere Länder werden wahrscheinlich 3 oder 4 übernehmen. Wir werden die Ausbildungsleistung für die afghanische Armee verdreifachen. Und das ist leicht gesagt, man tut viel zu wenig und zu langsam, was Ausbildung angeht. Das teile ich zunächst mal. Aber sie brauchen auch das Personal auf afghanischer Seite, damit sie überhaupt ausbilden können. Sie brauchen dort Menschen, die ausbildungsfähig sind, die vielleicht vorher auch lesen und schreiben ein Stück weit lernen müssen. Das ist alles in diesem Land nicht so einfach. Meine Beobachtung über die 6, 7 Jahre ist, wenn ich mit Soldaten der afghanischen Armee rede, und das tue ich auch, man sieht ganz, ganz deutliche Fortschritte, dass die tatsächlich besser werden. Und die letzten Operationen im Norden haben auch gezeigt, dass man inzwischen mit denen richtig was anfangen kann. Das heißt, dass die selbst eigentlich auch Kriminelle oder Terroristen überwachen und festnehmen können und die deutschen und die internationalen Truppen eher so im 2. und 3. Ring für Logistik und Kommunikationstechnik sorgen. Also dies geht voran. Ich wünsche mir aber auch, dass alles schneller geht. Aber die Hürden sind manchmal höher, als wir uns das in Deutschland so vorstellen. Und ich glaube nicht, dass wir als deutsche Politiker vom grünen Schreibtisch aus Feldherren spielen sollen, weil sie sagen, Politik soll das alles machen. Ich setze schon drauf, dass uns die NATO und die Generalität und diejenigen, die den militärischen Sachverstand haben, hier die richtigen Empfehlungen geben. Ja, da irren sie sich aber. Und um das einzuordnen, die Militärs bekommen ihre Aufträge von Politikern. Und um das
einzuordnen, reden wir auch mit vielen zivilen Aufbauten, weil wir wissen, Afghanistan gewinnen wird man am Ende nicht militärisch, sondern wirklich nur über den zivilen Aufbau. Und die Menschen müssen sehen, dass die internationale Staatengemeinschaft da ist, um ihre Lebenssituation zu verbessern. Wenn uns das gelingt, haben wir eine gute Chance. Wenn wir das nicht schaffen, wird es ganz anders. Das scheint noch ein Problem zu sein, das in Afghanistan den Menschen so beizubringen. Und Herr Kamp, das größere Problem hier bei uns im Lande ist, dass viele Deutsche, wenn die Mehrheit der Deutschen abzustimmen hätten über den Einsatz der Bundeswehr, würden die Soldaten nicht in Afghanistan sein. Hat Konsens. Die Politik da versäumt, die Bevölkerung mitzunehmen auf diesem, weiß Gott, nicht einfachen Weg? Ja, das ist einer der ganz großen, und zwar einer der relativ leichten, aber großen Vorwürfe, dass die Politik insgesamt in nahezu allen NATO-Staaten nicht hinreichend erklärt hat, warum man da ist. Und insofern ist es weniger die Politik. Weitgehend Konsens besteht in dieser Runde, außer Herr Scholl-Latour, dass zu wenig getan wird, sowohl zivil als auch militärisch im Einzelnen. Die Frage ist nur, wie Sie die Unterstützung der Öffentlichkeit bekommen, wenn Sie sich daran erinnern, dass im Kosovo in den ersten 2 Jahren pro Einwohner ca. 800 Dollar ausgegeben worden sind für sowohl Zivile als auch entsprechend eben Stabilisierungsmaßnahmen. In Afghanistan haben wir 52 Dollar ausgegeben. Ja, und Kosovo ist keine Erfolgsstory. Die Frage, Kosovo ist keine Erfolgsstory. Also bisher ist es aber eine, also ich kannte auch sehr viele, die die am Anfang sagten, das geht gar nicht. Es gibt immer einige, die direkt sagen, es geht gar nicht. Und dafür ist es relativ gut. Aber wir haben in der Tat, geben wir nicht die Mittel, und Sie haben völlig recht, wir haben den Entwicklungshilfehaushalt. Wir schaffen es immer noch nicht, 0,7% des Bruttoinlandsproduktes zu geben. Es ist unter Rot-Grün auf 0,38 gefallen. Es sollte jetzt höher gehen, und auch das schaffen wir nicht. Wir sind alle, wie wir hier sitzen, nicht bereit, Sie mit Ausnahme, ausreichend zu teilen und das in der Öffentlichkeit klarzumachen. Und jetzt können wir den Ball hin und her schieben, sagen, die Politik ist schuld, die NATO ist schuld, aber de facto ist die Bereitschaft des deutschen, britischen, belgischen, französischen Bürgers sehr begrenzt. Einen großen Teil seiner Ressourcen für Afghanistan oder für eben Simbabwe oder was auch immer zu geben. Sie ist sehr, sehr begrenzt. Wir sollten erstmal unser Militärbudget anständig aufstocken, damit aus der Bundeswehr was wird. Da sind wir zum ersten Mal einer Meinung. Ich bin zum ersten Mal mit Ihnen absolut einer Meinung. Ehrlich, Ihnen kann ich nur zustimmen. Naja, der Haushaltsplan wird ja noch besprochen, und die Kollegen von Herrn Arnold werden ja da auch ihr Wörtchen mitzureden haben, wie dieser Ansatz denn aussieht im Etat. Da gibt es 2 Etats, die erhöht werden. Das ist Forschung und Bildung, für unser Land extrem wichtig, und genau der Etat für Entwicklungszusammenarbeit. Alle anderen Etats unterliegen unserem politischen Ziel, den Staatshaushalt zu konsolidieren und nicht das alles unseren Kindern zu überlassen. Nur zu glauben, dass immer mehr Geld alleine in Afghanistan hilft, das ist falsch. Es sind insgesamt in Paris 20 Milliarden Dollar zugesagt worden. Deutschland gibt in den nächsten 2 Jahren 400 Millionen Euro circa. Das Geld muss richtig angebracht werden. Das spaltet Herr Erös und andere, die vor Ort aufpassen. Aber Erös, akzeptieren Sie doch, es ist ja auch dort was auf dem Weg. Es gibt in den Provinzen überall inzwischen runde Tische. Auch im Osten und Süden hat es ganz stark begonnen, wo zusammen mit der afghanischen Gesellschaft überlegt wird, welche Projekte werden durchgezogen. Und nur wenn man so macht, werden diese Projekte auch Akzeptanz haben. Und Herr Erös hat auch in einem Recht, es müssen die Afghanen selbst aufbauen. Hier wurden von anderen Ländern, Deutschland hat es schon immer so gesehen, zweifellos auch Fehler gemacht. Da dürfen keine chinesischen Fremdarbeiter seinen Straßen bauen, sondern die Afghanen brauchen eine Perspektive, und so muss Entwicklungszusammenarbeit dort verbessert werden. Die Arbeiten brauchen auch eine anständige Bezahlung, damit sie von dem Geld dann auch sich und ihre Familie ernähren können. Der Präsident von Afghanistan hat nicht mal eigene Leibwächter, afghanische, sondern amerikanische Söldner, die 1.500 Dollar pro Tag bezahlt sind. Das ist seine Sicherheit. Wenn die nicht mehr hat, ist er übermorgen ein toter Mann. Wir haben jetzt 3/4 Stunde Zeit gehabt, und wir haben gelernt, es ist noch wahnsinnig viel zu tun in Afghanistan. Das heißt, unsere Soldaten sind vielleicht nicht im Dauereinsatz, aber einige Jahre werden wir sie schon noch dorthin schicken müssen. Der Verteidigungsminister sprach von 10 bis 15 Jahren. Wenn es bis dann nicht irgendwo anders knallt, wo es sehr viel wichtiger ist, und dann die Soldaten in Eile dorthin transportiert werden, wo sie dann wirklich gebraucht werden. Ich glaube, solche Zahlen sind abenteuerlich. Man sollte sie nicht nennen, weil die Menschen glauben, wir sind in der Welt, und man kann sie nachlesen. Passiert ist auch diese Sendung. Wir sind nämlich genau am Ende angekommen. Vielen Dank, meine Herren. Wir wünschen unseren Soldaten eine glückliche Hand und den Afghanen auch, dass alles gut wird. Tschüss.